Donnerstag, DC, Marvel, heute flippen die Avengers aus, heute Infinity War, heute flippen die wirklich aus, heute sind sie alle zusammen, I am Groot, ne, und so weiter, und der kleine Rotzlöffel, ne, der hat sich ja auch gewandelt, I am Groot, ne, ach, herrlich, Marvel legt wieder los, beziehungsweise Disney lässt Marvel auf die Menschheit los, mit allen verfügbaren Mitteln, da wird dem Bösewicht ein aufs Maul gehauen, ja, das ist Marvel. DC and Marvel macht ja auch irgendwie Spaß und Fantasy-Abenteuer da zu sehen mit Slapstick-Comic und hau drauf. Besonders, also ich brauche ja nur den Hulk, ne? Weil wenn es nicht mehr weitergeht, kommt Onkel Hulk und macht dann alles platt. Ne, dem Onkel Hulk ist ja nicht zuwider, da können sogar Panzer vorbeikommen oder Atomwaffen, dann ist ihm egal, der Hulk macht weg. Ja, und die anderen müssen halt leider etwas einstecken, sie müssen leider Blessuren über sich ergehen lassen, etc. Und pp. Ja, Marvel, ne? Marvel and DC. So, aber ihr seid ja hier wiederum im Wohnzimmer des Star Wars Community, Wohnzimmers, wo hier an sich über Star Wars gesonnen wird und nachgedacht und ja, eine leichte Träne geflossen, weil Star Wars, so wie man es kannte, nicht mehr gibt. 2017. Zum ersten Mal, nee, 2015 zum ersten Mal im Film drin gewesen, die Stille. Kein THX, kein Digital-Vorspann und kein Rumzamzam, Rumzamzam, Fox. Century Fox. Da, da, und dann THX. Nee, keine Romantik mehr im Kino. Da geht es knallhart zur Sache. Hier musst du Geld lassen, etc. pp. Dann werden auch andere komische Sachen da gemacht, um Geld da zu lassen. 7 Minuten jetzt hier Han Solo, komm vorbei, komm in CineStar oder Cinemax oder komm vorbei. 7 Minuten und lass die Michubaka fotografieren, etc. Und pp. Nur es ist nicht der echte Shui, war so ein Typ wie ich damals, der den irgendwie da drin gesteckt, alle 30 Minuten den Helm ab, um Sauerstoff zu tanken, weil so eine Kluft ganz schön zerrt. Sie zerrt am Körper. So, die Riesenmarktlücke ist natürlich überall Commerce. Jawohl. So, ich freue mich schon auf Samstag und Montag und wenn wirklich die Leute kommen mögen, wie gesagt, ist kein Muss. Die Sendung Wohnzimmer, Star Wars Community Wohnzimmer soll Spaß machen, richtig Spaß machen, sich kennenlernen und dann nochmal so in die Romantik zurückspringen der 70er Jahre, wo man Vorhang auf, Vorhang zu, wo die dann vorbeikamen, Eis, ne, Eiskonfekt, da mit dem sogenannten Bauchladen und so weiter, das gibt's alles nicht mehr. Meistens sitzt man in diesem Rüttelstuhl, dann kommt er auf, Knöpfe drücken und dann. Na, aber während ich hier meine Laudatio halte über das Wohnzimmer, muss ich jetzt wieder an die Arbeit. Ihr habt es ja gerade gehört. Ich melde mich gleich wieder. The poster for Star Wars The Last Jedi has been officially revealed and we have your first look. So, da bin ich wieder hier mit dieser Piep-Generation. Seid ihr auch so begeistert von der neuen Elektronik, ja? Ihr geht bei Rewe vorbei, dann fängt plötzlich euer Handy an. Ey, piep, piep, sie waren gerade bei Rewe, wie war Rewe und so weiter und so fort. Woolworths, egal. Egal, wo ihr rein oder raus geht, irgendwann fragt euch das Handy, / Google, wie toll Rewe, Edeka, Aldi oder wie die alle geheißen haben, wo ihr gerade wart. Ja, also ist eine tolle Geschichte. Mich hat gerade einer angecallt. Du, ich habe ein Geisterhandy. Nein, du hast kein Geisterhandy. Das ist halt so, wenn du irgendwo in einem Range drin bist und dann kriegst du halt einen Recall, ob du es eingestellt hast oder nicht. Das ist eben so. Irgendwo macht man irgendwie beim Öffnen des Handys, des Smartphones, macht man da irgendwo einen Fehler und dann schwupp, dann ist irgendeiner da und schon hat man eine Nachricht hier, ne? Da hat irgendeiner LOL geschrieben wieder, fand das lustig bei Google. Ja. Also ich hätte gerade einen Geisterhandy. Elektronik, es fehlt was, und zwar die Emotion. Emotion, das Emotionale, man sitzt da im Kino und dann bum, 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 ne? Century Fox, dieses Tam Tam, boah. Und dann diese Fanfaren, dieses THX einläuten, der. Ach, das ist alles vorbei. Kein THX mehr, kein Einhäuten mehr. Ich hätte mich schon, also persönlich hätte ich mich erfreut, wenn Disney irgendwas sich hätte einfallen lassen, so als Vorspann, dass man sagt, ah, sich nochmal so zurücklehnt, jetzt geht's los. Nein, bitte nehmen Sie Ihre 3D-Brillen auf und setzen sich. Bitte stellen Sie Ihren Stuhl ein, damit Sie den Film genießen. Ja, das war's dann. Alles so stumm. Ja, dann stellt man da erstmal ein Ding ein, damit er da auch schön rüttelt und schüttelt und alles.
und dann seine 3D-Brille richtig gemacht und so. Ja, aber wie gesagt, den Flair, das ist reinrauschen in den Film so und dann tschabum, dann die Musik und das alles, das fehlt. Das fehlt wirklich. Das hat Star Wars ausgemacht. Seit 2015 ist Star Wars anders. Und wir müssen uns daran gewöhnen, ob wir wollen oder nicht. Ich kriege das ja jeden Tag mit hier. Meine lieben Freunde, das Wohnzimmer soll ein Smalltalk werden mit euch, für euch, um festzustellen, wie weit ihr noch gebunden seid an dem Feeling, an Star Wars selbst, an der Geschichte. Was ist euch aufgefallen? Natürlich ist mir vieles aufgefallen. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, sehr viel Geld wieder investiert in Star Wars, den Beamer gestern mit 4.500 Ansilium. Ich habe jetzt 3 Meter Schrägstrich, also 3 Meter, verdurre ich mal hier, 3 Meter Diagonale, das ist eine Menge. 3 Meter Diagonale habe ich jetzt, gestochen scharf, Full HD, und habe dann natürlich es genossen in 3D und musste natürlich viele Fehler sehen. Ich meine, man sitzt jetzt ja dann hautnah davor, hat es 3D, man ist sozusagen neben der Figur, man sitzt dort und sieht, wie sie runtergleitet. Also hier ist der Predator oder Predator, der ihn da versucht, also Ray versucht da zu killen. Ja, ich komme ja. Zum Killen. Und dann rutscht er so ganz langsam runter. Dann sieht man den Arm, also er steht richtig so, ne? Hat nichts mehr da, hat aber beide Sachen gehabt, ja? Auf einmal hat er nichts mehr. Und dann sieht man richtig, wie die Dramaturgie ihr sozusagen zugeflüstert hat und jetzt drehen, zuhauen und er fällt da wie so ein nasser Sack hinunter. Also ist schon hochgradig interessant, wenn man sich so 3 Meter zu, so 3 Meter Diagonale in fester Qualität, also in bester Qualität sich zu Gemüte führt und dann die ganze Fehler sieht. Und wenn man dann Kylo sieht, wie er da am Rumtanzen ist, ja, diesen Ausweichschritt vollzieht, wo an sich gar nichts mehr ausgewichen werden muss, aber egal, richtiger Kampf. Scheint anders zu sein, aber egal, man sollte aufhören. Man sollte aufhören, einen Film zu analysieren, einen Film auseinanderzunehmen. Ich werde nicht vergessen, im Kino, der Moment, wo das große Schiff des großen bösen Mannes, Snoke, zerstört wurde. Stille. Und alles am Schreien, ey, Ton ist weg, ist der Ton kaputt? Das war hochgradig interessant, also die Jugendlichen, die schrien sofort los. Ey, Ton, weil hin und wieder kann es schon mal vorkommen im Kino, dass irgendwie der Ton zu leise ist oder irgendwas passiert, da flippen die direkt aus. Da geht sofort zur Sache. Das war ja nur dramaturgisch. Es war ja dramaturgisch diese Stille. Aber ihr merkt ja, ich werde ja immer unterbrochen, ich mache gleich weiter. The poster for Star Wars The Last Jedi has been officially revealed and we have your first look. Jawohl, einige sind gefangen in dieser Nummer, die mich angecallt haben. Ich habe mich ja mit einigen hier unterhalten und die wollten ja unbedingt irgendwas machen. Und da habe ich so, okay, machen wir eine Sendung. Star Wars Community Wohnzimmer, komm vorbei, wir machen das. Kriegen wir schon hin. Du brauchst keine Angst haben vor der Kamera, das kriegen wir schon hin. Wenn du ein Fan bist, ein richtiger Fan, ein Lego-Fan, dann reden wir halt über Lego. Ich habe keinen Plan von Lego, weil ich bin kein Lego-Fan. Weil Lego ist für mich nicht Star Wars. Aber egal. Für dich ist Lego Star Wars ist Lego, vollkommen in Ordnung, oder die Step-Motion-Firmen, diese Step-Motion mit den Fliegen. Komm vorbei, lasst euch sehen, wir sind hier im Wohnzimmer, wir reden drüber. Du bist ein Step-Motion-Man, du machst aus Figuren, machst du Filme, komm vorbei, sprechen wir drüber. Das ist das Wohnzimmer, das ist das Star Wars Community-Wohnzimmer. Es könnte schon mal sein, dass auch fremde Sachen wie DC oder Marvel da reinrauschen, ist ja Disney. Nur Disney unterstützt nicht, Punkt. Ich habe mit denen gesprochen, ich habe ja alles hier. Ich habe ja hier nochmal das Dossier bekommen. Ne? Also unterstützt wird nichts und ganz viele Regisseure kommen. Johnson baut um, ist wirklich dabei. Der ist wirklich dabei, baut um da. Ich muss hier mal reingucken, da sind so viele Regisseure. Mittlerweile von Iron Man, der Regisseur ist da. So, die 4 Milliarden Dollar, die hat Disney schon längst wieder zurückbekommen. Jetzt wollen die halt Rendite. Ja, also die 4 Milliarden plus minus 0 sind eingespielt. 2,2 Milliarden schon mal des ersten Films, 1,1 Milliarden beim zweiten Film, 1 Milliarde glaube ich. Jetzt, da schweigen sie ein bisschen drüber, müsste ich mal nachgucken, was überhaupt The Last Jedi eingespielt hat. Ich glaube knapp 1 Milliarde oder so. In China floppte er, das fanden die da nicht so lustig.
China hat aufzuholen, 40 Jahre Star Wars, die haben 40 Jahre, die wissen das nicht, wussten es nicht. Man versucht jetzt da diesen Markt irgendwie in China da, deswegen sind ja auch manchmal so chinesische Figuren zu sehen, zu erleben oder zu haben, zu kaufen etc. Ist nicht mein Fall. Also Star Wars ist für mich THX, Century Fox als Vorspann, dann dieses knallharte Djim und dann diese Schnitttechnik, die da genommen wurde. Dieses Reinfahren, Rausfahren und so weiter, oder von oben nach unten. So dieses Aufzug, diesen Aufzugsfahren. Ein Bild drückt das andere Bild nach oben. War schon nicht schlecht. Also auch die Dramaturgisten, also die da am Erzählen und dann auch die Schauspieler selber, die versuchen da ihre Rolle rein sich zu denken und zu machen und zu fühlen, sind ja nicht immer glimpflich. Also Carrie Fisher hat knallhart gesagt, sie fand das gar nicht so lustig, immer nur die Leia zu sein. Ja? Und Mark Hamill war auch, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Filme, weil hat ja immer 3 Jahre gedauert, bis dann da wieder gefilmt wurde. Zwischendurch müssen die ja Geld verdienen. Schauspieler müssen Geld verdienen und deswegen klappt das nicht. Jetzt sollten sie sich natürlich alle erfreuen, dass alle 6 Monate Drehbeginn ist für irgendetwas, dass sie Geld verdienen und dann 6 Monate später dann sogar zu sehen sind. Dass also jedes Jahr demnächst nicht nur, sondern fast jede Woche ab 2020 im Fernsehen, bei YouTube sowieso. Aber es bleibt ein amerikanisches Produkt. Star Wars ist USA, Star Wars ist Merchandise, Star Wars ist Gelddruckmaschine. Man, ja, ist das hat mit Spaß und Fun nichts zu tun, deswegen habe ich es auch ein bisschen schwer, so eine Sendung nur mit Spaß zu machen. Spaß, Emotion. Ich meine, der Weg hier zum Studio ist ja auch nicht mal gerade um die Ecke, obwohl hier die Autobahn nach links bis unendlich Paderborn und auf der anderen Seite Richtung Niederlande und noch weiter ist ja die gerade A45. Die A45, die ja auch knallert durch die Stadt düst, Stadt Essen zum Beispiel, Duisburg, ne, ist ja alles auf dieser Länge. Auch Leverkusen kann auf der A45 ganz gemütlich hier einfliegen. Dürfte sogar nur 75 Minuten dauern, wenn es am Wochenende ist. Also ich habe 75 Minuten gebraucht von hier mal eben nach Köln. Wirklich. Das waren 75 Minuten, war ich am Studio in Köln. Habe mich auch gewundert, dass es so schnell ging, aber es ging. Rückwärts fahren, da in diesem ganzen Wirrwarr, hat ein bisschen länger gedauert, weil da weiß man nie, bin ich jetzt richtig oder bin ich nicht richtig. Aber dafür gibt es ja Navi. So, Navi einschalten und dann kommt er auch zu diesem Studio hier, Wohnzimmer, Star Wars Community. Begrüße immer noch total recht herzlich die Firmen, die da richtig erstklassige Arbeit leisten, ja, wie Fahnwerk, Fahn.werk oder SW Diaries, Black Series, DE, der Ferreira, der jetzt momentan noch im Urlaub ist, aber seine Figuren, der eine wunderbare Website, wo man wirklich die Figuren sieht, vorbestellen kann und so weiter und so fort. Da es aber erst wirklich im Jahre 2019, / erst 2020 richtig losgeht, nach dieser Trilogie, Star Wars Trilogie Skywalker. Was anderes war es nicht. Es war Skywalker und zwischendurch kommt jetzt Han Solo als Einzelplot dazwischen. So, und er hat nun mal für 3 Filme unterschrieben im Jahr 2016. Das wurde ja auch auf der Convention gesagt. Das war die schönste Convention hier in England gesehen und das waren die schönsten 3 Tage. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Convention zu erleben. Auch die Original Star Wars Story aus Kalifornien, ja, das hat auch so viel Spaß gemacht, alles. Und man hat ja auch ein paar Minuten Zeit, wo nichts läuft, wo gar nichts los ist. Da kann man sich da in den Ständen und so, kann man ja viele Sachen machen und mit den Leuten reden. Nur es ist halt eine Gelddruckmaschine, mal hier eben hier eine Kulisse hinstellen, leihweise für eine Sendung, ist so teuer, das lohnt nicht, weil das Spaß ist. Also ich zahle ja mehr drauf, wie ich bekomme. Ich mache also keine Sendung, indem ich sage, Leute, kommt vorbei, ihr kriegt hier, ihr könnt ihr und was weiß ich. Nein, ich mache eine Sendung und sage die Wahrheit, nicht als die Wahrheit, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und warum es mir gefällt. Und ich habe auch sehr viel Spaß in der elektronischen Welt, hört ihr ja immer, wenn hier so zwischendurch gepiept wird. Und ja, es macht halt so viel Spaß, ein YouTuber zu sein, ein User zu sein.
Das war so. Ja, vor 10 Jahren hat das so viel Spaß gemacht, ist klar. Da war das neu. So, jetzt ist es nicht mehr neu. Ihr müsst wirklich darauf achten, was ihr da macht, wie ihr es macht. Ihr bekommt EU-Zwänge, ja, das macht alles keinen Spaß. Jetzt genieße ich das alles noch ohne diesen EU-Zwang, aber irgendwann ist er ja noch prekärer, der EU-Zwang. Da macht es überhaupt keinen Spaß mehr, irgendwie eine Sendung zu machen. Und wie gesagt, gestern hier mit Dreien philosophiert. Er sagte auch gerade, da kriegen wir schon hin, wie der Name ausgesprochen wird. Ich freue mich schon, wenn ihr erscheint. Viele erscheinen ja hier, aber nicht vor laufender Kamera. Jetzt suche ich Leute, die Lust haben, vor laufender Kamera ihrem Hobby zugänglich anderen, wie Lego, wie Cosplay, wie normal, wie Film und so weiter. Kein Horror. Kein Horror, kein Blut, kein Kopf abhacken, kein Z-Nation, nö. Ein Video ist automatisiert auf irgendeine Plattform gelandet bei Horror-Fans. Dann stellte sich raus, zwischen 14 und 24, weder Follows, weder irgendwie, nee, einfach nur Splatter, Kopf abhacken, muss nicht sein. Wie gesagt, der Spaß am Film selbst, den Spaß selber die Sendung zu gestalten, ja, selber dabei zu sein, diesen Flair möchte ich gern vermitteln. Darüber würde ich mich freuen, wenn die Leute, also wie gesagt, sagen, ey, ich komme vorbei, ich habe einfach nur Lust. Es waren viele Schauspielkollegen hier, wir haben auch viele Sachen gemacht. Wie gesagt, über 10 Jahre wird das ja hier schon gemacht, dieses YouTuben mit der Hannelore Kraft, SPD-Geschichte, da hat auch viel Spaß gemacht bei Sevenload und Kivego, Dailymotion, MyVideo, Clipfish und ach, wie das alles geheißen hat. Jetzt schwirren wir hier halt nur bei YouTube und bei Facebook rum. Das hat sich so ein bisschen manifestiert, mal sehen, wann das mal wieder aufgehoben wird. Die deutschen Mächtigen haben kein Interesse, selber da irgendwas zu machen. Ich soll immer alles selber machen, das ist aber teuer. Selber machen ist teuer, wenn nicht welche mitmachen, die auch Lust und Laune haben und sich irgendwie zusammentun. Wir haben hier nebenan ein tolles Kino, was es nicht, leider existiert es nicht mehr, ist jetzt ein Konsum drin. Da hatte ich auch allen gesagt, hier hätten wir ja kaufen können, hätten wir ja was Schönes draus machen können. Diese Firma vorne einbinden, dann eine Pizzeria einbinden, eine Cafeteria einbinden und all solche Sachen und dann das Kino. Aber keine Chance. Nee, die Cineplex-Dinger machen uns kaputt. Wo ein Wille, ein Weg, das höre ich jeden Tag. Aber keine Chance. Also die sind jetzt alle für sich, so wie ich jetzt auch für mich bin. Wir sind trotzdem noch zusammen, aber alles hier in diesem Block, wir haben einen Block, wo die Pizzerien drin sind und die anderen und sogar eine Konsum, so Spielwaren und eben meine eine hier zentrisch, anstatt jetzt in so einem super Gebäude, wir alle drin, wo die Leute dann da reingehen können, eine Mini-Hall auf Deutsch gesagt mit eingebundenem Kino, wo wir sagen, hier Special-Filme von DC, Marvel, ja, hätten wir ja irgendwie hinbekommen können, aber sie haben ja recht. Ich möchte nicht wissen, was wir dann hätten an Tantiemen bezahlen müssen für so eine Filmrolle. Ja? Es hat ja sehr viel Ärger gegeben mit Rogue One. Rogue One war ja so teuer, dass kleine Kinos es nicht gezeigt haben. Also die Amerikaner wollen jetzt mit knallharten Bandagen Geld verdienen, nichts anderes. Meiner einer möchte mit knallharten Bandagen Spaß haben. Er möchte euch Spaß vermitteln, mit euch Spaß haben. Und ich möchte, dass ihr mit einem lächelnden oder einem lachenden rausgeht. Also, dass ihr Spaß habt. Also, dass ihr vielleicht noch die ganze Zeit im Auto lacht. Meine Güte, war das lustig. Meine Güte, hat das Spaß gemacht. Dann habe ich das Ziel erreicht, was ich vorhabe. Star Wars Community Wohnzimmer. Naja, ich arbeite dran. Ich wiederhole mich jetzt aber nicht, weil die eine Sendung, die war lang genug. Die war ja schon fast eine Stunde. Das hier sind ein paar Minuten. Als Dankeschön für die, die da mitmachen wollen oder mitgemacht haben, schon im Hintergrund. Danke für die Informationen, die ich bekommen habe von Disney, dass Iron Man Macher dabei sein wird, dass ab 2019, also nach 2019, ist ja schon Dezember, also dass ab 2020 Convention um Anna 8 Leute, da brauche ich keine Sendung mehr machen,
weil dann haben wir Sendung satt. Ab 2020 haben wir Star Wars Sendung satt und bis dahin möchte ich dennoch diese Star Wars Community Wohnzimmergeschichte mit euch machen, mit euch live mir schöne Sachen ausdenken, mit euch lachen, vielleicht auch mit euch den Film anschauen. Wie gesagt, momentan ist der Beamer da, der eine 3 Meter, also 3 Meter Diagonale hat, reicht vollkommen aus mit 4500 Ansilumen. Dann noch die Dolby-Anlage dabei, warum auch nicht. Also ich bin gerne bereit, mit euch, also diejenigen, die mitmachen möchten, irgendwie was. The poster for Star Wars The Last Jedi has been officially revealed and we have your first look. Tolles aufzuziehen, dass daraus eine wunderschöne Gemeinschaft wird. Ich meine, wir haben ja schon eine wunderschöne Gemeinschaft, aber leider nur online. Ja, online. Einer lebt in München, einer in Nürnberg, einer sogar in kurz vor Polen, da in Schwedt. Ja. Ja, also ist nicht so eine. Dann haben wir hier Amerikaner, dann haben wir aus Schweden. Ja, also sind ja nur 1000. Es sind zwar nur 1000 hier in diesem Wohnzimmer, Star Wars Community Wohnzimmer, aber es könnte sein, dass es irgendwann mal mehr wird. Wir sind leider nicht die Verrückten, die deinen 20.000 haben. Wir sind auch nicht das Wohnzimmer von Facebook, das 1,5 Millionen hat. Nö. So, ich bin da froh, wenn wir irgendwann mal eine geschlossene Gruppe sind, die geschlossen was machen, die sogar geschlossen in ein Kino gehen, geschlossen danach essen und sich amüsieren und über den Film sinnen. Einer hat einen Fehler schneller entdeckt, der eine hat den Fehler gar nicht bemerkt. Und all solche Sachen, so wie es mal 1979, 83 war. Ach herrlich, die beiden Filme, beziehungsweise die drei Filme, werde ich niemals vergessen. 4, 5 und 6, die alten VHS-Geschichte da und die kleinen Monitore. Und wir waren auch um die 20 Personen, also von 16, wir waren von 16 bis 30 Jahre alt und wir hatten irgendwie Spaß. Wir hatten irgendwie Spaß, wir haben uns ja am Kino getroffen und reingegangen. Na gut, 1 bis 2 Stunden war da Stille, aber danach ging ja auch zwischendurch so, ja, oder die Weinzehen oder ja, irgendeine weinte da, oh, kann ich mal nicht sagen. Es war Emotion, es war Emotion, ja, und das fehlt. Es ist so kalt geworden, alles so elektronisch kalt. Ich sitze hier vor einer laufenden Kamera, mache daraus einen Videoclip, das ist kalt, das ist. Da ist keine Wärme. Und wenn mal einer vorbeikommt, freue ich mich natürlich tierisch. Und wenn der mitmacht, erst recht. So, meine lieben Freunde, ich habe noch volle 8 Stunden hier. Volle 8 Stunden. Und kommt vorbei hier im Copyhaus, Medienhaus. Ein bisschen Werbung muss auch sein. Wir machen Filme. Und so, gestern waren die Amerikaner da. Musste ich denen erklären, dass sie hier in ihrem Smartphone sind. Ihr könnt WhatsAppen, Facebooken und YouTuben. Ihr könnt im Internet arbeiten, ausdrucken, vervielfältigen, verkleinern. Hin im Raum Fotos machen, vergrößern, verkleinern und so weiter und so fort. Ja, leider ist das die Dienstleistung und diese Dienstleistung ist leider etwas teurer. Ist klar, hier wird Qualität produziert, Qualität hat einen Preis. Und deswegen komme ich an DM und diese Läden, die da ein Bild für 9 Cent machen, komme ich nicht ran. Das geht nicht. Ne? Okay, auch so ist das nochmal. Alles wird kalt und alles ist nur noch Zahlen, B-Zahlen. Und so weiter. Ich habe während der Vorbereitung dieser Sendung habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht auch ein bisschen so Hot Toys und Sideshow jeden Monat eine Figur, die dann in so einem Case und dann irgendwann habe ich hier jeden Monat, das ist das Wort, 12 Stück, dann auf Jahre, was weiß ich, sagen wir mal 3 Jahre, 36 Hot Toys Figuren da stehen in einem Case, sieht dann auch gut aus, ist auch eine tolle Kulisse, dann kann man auch über diese Figuren sprechen. Verkaufen werde ich sie wohl kaum, weil hier niemand ist, der so viel Geld auch raushaut für eine Figur, die 2, 3, 4, 500 oder 1300 kostet, ist halt so. Aber sieht gut aus. Ja, sieht einfach gut aus und hat was. Ja? Mal schauen. Aber das ist nur eine Idee. Nur eine Idee. Ich bleibe weiterhin hier bei meiner Keksdose. Und du hast recht, geh mir nicht auf den Keks. Ja? Deswegen bin ich aus diesem Clip auch schnell wieder raus. Aber ich bin momentan so in diesem Star Wars Motion Fieber. Star Wars Motion Fieber und Marvel und DC-Fieber, weil ne, das unheimlich viel Spaß macht und bedingt dadurch, dass man sich sowas hat jetzt auch geleistet, nochmal, ist ja an sich, habe ich genug davon, aber es ist ein Beamer, den ich überall mitschleppen kann, da kann man ganz schnell aufbauen, machen und tun und nicht diese Wahnsinnsprojektoren, die da fest installiert werden mussten,
damit die da auch bleiben, wo sie sind. Das ist dann stationär. Aber hier, wie gesagt, können wir alles Mögliche mitmachen. Räumlichkeiten, alles da. Wir können auch wirklich mal in diesem sogenannten Wohnzimmer hier, Star Wars Community Wohnzimmer, alle mal sitzen. Vielleicht auch als Sendung, richtige Sendung mit Zuschauern machen, wie dieser sogenannte Waschsalon, den der eine Kollege da aus Köln mal auf den Weg gebracht hat. Der Herr Deuser. Ja, wir werden auch mal gucken, wo der Deuser hier abhängt. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Der ist ja jetzt auch für sich. Neopresso hat er gemacht. Auch die haben alle, wir haben alle was gemacht. Seit 1995 haben wir irgendwo irgendwas gemacht, um Spaß zu haben. Aber Spaß wollen weder ZDF, ARD und Co. KG wollen keinen Spaß. Immer nur nüchterne Zahlen, Quotenmeter, das muss Quote bringen und so weiter und so fort. Ich bin froh, wenn die paar Leute, die das hier sehen, es gesehen haben, selber Spaß bekommen haben. Ey, da fahre ich mal hin, ich mache mit. Ja, und ich kann euch diesen Spaß dann vermitteln und ihr geht mit einem Lächeln und habt richtig Spaß auch noch für ein paar Tage und erinnert euch auch daran positiv, dass ihr in diesem Wohnzimmer / Star Wars Community Wohnzimmer verweilt habt. Das ist meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe und die ziehe ich jetzt gnadenlos durch. The poster for Star Wars The Last Jedi has been officially revealed and we have your first look. Gerade wieder ein super Kunde, der, wenn er Zeit hat, der hat sehr viel zu tun, arbeitet und hat sein Hobby, arbeitet am Düsseldorfer Flughafen und da ist viel Nachtschicht, Tagesschicht und so weiter. Und der kommt, wenn ich Glück habe, einmal im Jahr, jetzt ist Han Solo, er brauchte wieder was und hat sich neu informiert und so weiter. War wieder super toll, dass er da war. Hat natürlich wieder so ein Artefakt gekauft, sag ich mal, weil er es brauchte. Er sucht immer so Sachen, die er für seine Storys braucht, denn er baut die Rahmen für sich und alles. Er hat auch die Barke sich jetzt gebaut. Sagt er, die muss ich jetzt nachbauen, weil 1997 hatte er sich die Barke gebaut, 1,45 Meter. Jetzt hier bei Haslab kann man die Barke ja für 499 aus Plastik bekommen. Auch um 1,25 Meter, wie groß das gute Stück ist. Wurde ja auch auf der Con vorgestellt, Spielwarenmesse. Los Angeles etc. Anfang des Jahres 2018. Die Barke, ihr kennt das gute Stück und da ist er auch hart bei und so weiter. Ich habe auch gerade, wie gesagt, mit ihm gesprochen. Er hatte nicht viel Zeit, ich hätte die Kamera anmachen können, aber er war auf dem Sprung eben kurz hier vorbei. Er sagt auch, dass viele Fragen, einige Fans überspannen den Bogen, weil man kann nicht alle Figuren in einen Film packen. Ja, ich wäre froh, wenn er den hat schon sieht. Den hat kann er nicht sehen. Ja. Yeah. Nee. Alles klar. The poster for Star Wars The Last Jedi has been officially revealed and we have your first look. Wie gesagt, kann er nicht sehen. Wie gesagt, bei Kunden mache ich eben kurz aus. Deswegen, ich fand es toll. Ich weiß nicht, wie ihr unterwegs seid als Fans. Man kann nicht immer alles da reinpacken. Jabba the Hutt direkt und dies und direkt und das direkt und dies oder jenes direkt. Nee, das geht nicht. Gewöhnt euch dran, hier geht es um Han Solo, der jetzt halt ein Outlaw wird und aus seiner Jugendhaftigkeit Driver und Flieger, aus dieser Sache kommt er nicht raus, dann gehört ihm nachher der Falke und damit macht er dann seine Sachen. Da pokert er, dort pokert er, da zieht er einen über Leisten, dort zieht er einen über Leisten. Er wird dann irgendwann mal in dieser sogenannten Trilogie sicherlich auch Jabba the Hutt über den Leisten ziehen. Aber jetzt geht es um den Ursprung, dass er, wie gesagt, zur Akademie geht, da irgendwas werden möchte und das nicht klappt, weil er da irgendwas Schrott baut. Ne? Passiert halt so, wie er ist. So, und wie gesagt, er wird dann gesucht und das geht ruckzuck und wie gesagt, Kira, die da irgendwas kaufen will oder ne, und so weiter, die halt ihn dann auch und er auch. Ich will nicht so viel verraten, weil ich habe schon 10 Minuten des Films gesehen. 10 tolle Minuten von Han Solo. Ich bin sowas von angefixt, dass ich jetzt einen ganzen Monat hier warten muss, bis ich den Film sehe. Und wir haben auch gerade darüber gesprochen. Und wir gehen auch davon aus, dass Han Solo innerhalb von 6 Monaten dann auch zu kaufen sein wird. Das heißt also, dass wir Han Solo kurz vor Weihnachten kaufen können. Das war bei Rogue One genauso. Es könnte sein, dass Han Solo auch seine 1,1 Milliarden einspielt. Es würde ja reichen vielleicht. Keine Ahnung, Aktionäre sehen das anders.
Disney hat ja mit Rogue One auch nur 1,1 Milliarden Umsatz machen können. Und ich habe auch gerade hier in der Community geschrieben, dass auch ich noch nie so oft E8 gesehen habe, wie ich andere gesehen habe. Ich habe 1 bis 6 in Ruhe gesehen und irgendwie auch anders. Ich werde nie vergessen, wie ich aus Rogue One herauskam, musste ich 4 sehen, ging nicht anders. Ich war im Kino, habe Rogue One gesehen, musste unbedingt 4 sehen. So. Und wie man dann Rogue One kaufen konnte, musste ich sofort wieder 4 sehen. Weil es passt einfach. Es passt einfach, wie Darth Vader schaut, nachher hinterherjagt und Leia da sich schnappt. Ja, und ach, herrlich. Also das passte so. Auch er sagte gerade, wow, Rogue One, buff. Ja, und Han Solo wird auch buff sein. Also Han Solo wird klasse sein, Rogue One war klasse. Also Star Wars kann man ruhig, ja, hat jetzt nichts mit unserem Alter zu tun. Also wie kann Fan sein ist richtig, aber das ist Film an sich. Das ist Film, hat mit Universum nichts zu tun, hat mit Europa nichts zu tun. Das ist für sich, ich meine, E8 hat so viele Fehler, das macht schon Spaß, diese Fehler zu sehen. Ja, er kommt damit und plötzlich ist es alles weg und oder Hack kommt da um die Ecke. Hallo, grüße halt. The poster for Star Wars The Last Jedi has been officially revealed and we have your first look. Zum Schluss, sonst wird dieses Video wieder zu lang, weil dieses Video ist jetzt nicht die Sendung. Die Sendung habe ich gemacht, die lief ja schon knapp 60 Minuten. Wie gesagt, ich wiederhole mich auch nicht mehr, wer die Sendung nicht gesehen hat. Einfach bei YouTube zurückspringen, irgendwo läuft die Sendung, dann wisst ihr Bescheid, worum es geht. Also wir haben ja sehr viel Fun, wir haben sehr viel Spaß, weil wir Star Wars als Normalität betrachten und nicht ernsthaft. Und weil es vorbei ist. Es ist vorbei, wir wissen das. Und dieses Zitat ist auch ernst gemeint von allen hier. Ob das Peru ist, von CBS ist, Johnson, Jason, Kennedy, alle die verantwortlichen Direktoren und so. Service, Fanservice, nicht möglich, Feierabend. Alle, die sich offiziell nannten, ich bin ein offizieller Star Wars, was weiß ich, ist gestrichen. Fantasy und was weiß ich nicht alles. Das ist alles, Disney will das nicht. Disney hat auch irgendwo schon interveniert, die da mit Sword arbeiten, also mit den Sabern und so. Das ist alles nicht mehr so erlaubt. Wie gesagt, wir haben sehr viel Fun, Spaß und die Sendung handelt halt über Science Fiction. Und Kernpunkt ist halt Star Wars, weil Star Wars nur 41 Jahre alt und man sich jetzt, wie gesagt, davon trennen muss. Und es ist eben so. Ja, wir haben auch gerade darüber gesprochen, warum steht der Chewbacca nicht als voller Name daneben. Ja? Sogar der Schauspieler für L337, der also L337 als Droid nach, also spielt, steht ja als Schauspieler daneben. So, alle Schauspieler haben ihren Namen, ob Kira, die Rolle oder, ne? Aber nur bei Chewbacca nicht. Bei Chewbacca steht nur Chewbacca. Also achtet mal auf die Plakate. Ich kann sie jetzt nicht hochhalten, weil die kleben gerade alle an der Wand bzw. am Fenster. Eine riesen Werbung läuft für Han Solo, den Film. Ich stehe auch dazu, zu Han Solo, den Film. Und wie gesagt, 2016 wurde auch vorgestellt, dass 3 kommen sollen. Es war eine Trilogie geplant, es wird auch wohl gnadenlos durchgezogen. Wir wollen hoffen, dass Han Solo jetzt nicht immer alle 3 Jahre kommt oder so. Das wäre fatal. Wie schnell jetzt Han Solo kommen wird, das werden wir noch merken. Heute in einem Monat, sicherlich einen Monat später, 2 Monate, 3 Monate später, werden wir vielleicht merken, wann Han Solo weiterkommt, wie schnell es sein wird, dass Han Solo dabei sein wird. Vielleicht machen sie da auch eine richtige Serie raus. Das weiß man nicht so ganz genau, weil wenn denen selber was gefällt, dann machen die das so lange, bis dem Fan oder dem Kunden, dem Zuschauer das auch gefällt. Meiner einer wird 2020, so lange muss man halt warten, auf 2 lange Jahre, endlich dann den Stream sehen können, die Sendung sehen können, Spaß haben und so weiter und so fort. Und da arbeite ich halt auch drauf hin, dass das da so ist und
da ich jetzt aber wieder sehr viel zu tun habe, muss ich es jetzt wieder unterbrechen. Nur es hat so viel Spaß gerade wieder gemacht, deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache die Kamera an und bedanke mich nochmal. Er weiß ja Bescheid, er sieht die Sendung, ja. Es war wieder toll, dass er wieder da war und er bringt auch irgendwann mal Bilder, die ich hochhalten darf von seinen Sachen, die er da arbeitet. Er arbeitet halt an Dioramen und so in seiner Freizeit. So viel Freizeit hat er aber nicht und kommt dann extra aus Düsseldorf eben kurz hier vorbei, schaut sich alles an, holt sich ein paar Informationen, vielleicht auch noch ein paar Figuren und dann fährt er Richtung Düsseldorf weiter. Ja, das ist das Gute daran, wenn man hier diese große Anbindung an der A45 hat. So, jetzt bin ich weg, ich muss arbeiten. The poster for Star Wars The Last Jedi has been officially revealed and we have your first look. So, ist wieder ein Tag zu Ende, auch eine Serie zu Ende. The Rebels, wie gesagt, zu Ende, wird aber im Mai hier in Deutschland nochmal gezeigt. Also hier in Deutschland läuft Rebels noch ab Mai. Aber man hat gerade eine neue Serie, The Resistance, eines Piloten der Resistance, angekündigt. Und sobald ich das übersetzt habe, weil die Information laut Disney nur über Amerika läuft, über Star Wars kommen. Über Star Wars kommen kann man alles lesen und da ist schon ein Riesenbericht, dass XD, der Animator von Rebels und Clone Wars, jetzt eine neue Resistance, Flieger, Ass und so weiter. Ich lese da durch, habe ich gerade die Meldung bekommen. Ich bedanke mich beim Dairich, der hatte das gerade auch veröffentlicht, ist bei ihm bei Farnberg. Ich bin nicht immer bei Amerika unterwegs, sondern zwischendurch oder am Wochenende, wenn ich eine Sendung vorbereite, um Informationen zu bekommen. Aber diesmal war er schneller, die Information ist raus. Star Wars Community Wohnzimmer ist auch raus, man kann da nachlesen. Wie gesagt, unter Disney selbst, Disney Store und so weiter, da gibt es hier in Deutschland oder Europa, keine Ahnung, also jedenfalls hier in Deutschland überhaupt keine wirkliche Information. Und leider ist das so, muss man halt mit leben. Unter Star Wars Com bekommt man schon mal ein bisschen mehr mit. In The Star Wars Show auch, wenn die da loslegen, uns dann Informationen geben. Aber The Star Wars Show wird schätzungsweise jetzt am Wochenende sicherlich darüber berichten. Warum nicht mal renitent sagen? Weil ich bin nicht renitent, ist egal. Renaissance Flieger geht also, wie gesagt, keine Ahnung, ich habe also bin noch nicht in die Tiefe gegangen, also wie gesagt, die Imperialen gegen, was weiß ich, spielt gegen Awaken, ja, irgendwann mit Erwachen der Macht, irgendwie davor, ich habe gerade nur, und ich habe gerade beendet und kommen jetzt nicht auf diesen Satzfluss, den ich sonst gewohnt bin, von mir zu geben. Das war gerade beim Ausmachen des Computers, des Beenden des Shop-Alltages kam die Meldung dazwischen und da habe ich mir gedacht, komm, ich muss dieses Video ja beenden. Und dann habe ich hiermit mit dieser leichten Information das beendet. Kann sein, dass ich es hier einfließen lasse, dass ihr das seht. Ich werde mich gleich bemühen in einem anderen Studio, wo ich dann die Postproduktion des Clips zu Ende führen werde, dass ich da schon einige Informationen mit einfließen lassen kann. Kann sein, dass ich in Amerika ein bisschen rumstöbere oder bei YouTube rumstöbere. Vielleicht habe ich das große Glück, dass ich da schon was finde und somit kann ich die Animation hier vielleicht schon mit einbinden. Ja, das war's auch schon. Ich freue mich, wenn man, ne, wie gesagt, ist keine Verpflichtung. Heute war eine leichte Resonanz schon da von der großen Ankündigung des Wohnzimmers, / Star Wars Community Wohnzimmers. Ich habe auch einige gesehen, die in Dortmund da auch am 5. und 6. Mai da auch wieder was machen. Habe ich euch auch auf den Video wieder gleich gefallen. In der Mittagszeit, weil ich bin euch schon da. Jetzt ist schon spät abends, wir waren es nicht da. Wir müssen jetzt bis 20 Uhr hier sitzen also, noch und alles nur die Schwerter, die jeden Tag vorgestellt werden, weil hier ein einziges Schwert hat. Egal. Ja?
Ich hoffe, Amazon liefert am Freitag. Du musst ja sein. Stimmt, ist ja klar, das wird euch jetzt schon tolles Wochenende. So, warum? Genau.